Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thimbleweed Park mit dem Gecko Climber. Wir sind in der letzten Folge endlich in die Kissenfabrik gekommen. Und ja, wollen jetzt mal so langsam aber sicher mal schauen, dass wir da irgendwie reinkommen. Und ja. An der Stelle sind wir im Moment jetzt noch. Aber ich möchte hier nochmal kurz rein, weil der hat da doch irgendwas ge... Ich denke, dass das interessant sein könnte. Das Bild sah hier doch anders aus. I was cute as a kid. I miss Dad. There's his watch in the photo. Können wir das Bild mitnehmen? It would be nice to have this photo of my family. I'll leave it here as evidence until after we're all done. Und da ist das Bild wieder anders. I was cute as a kid. Gerade eben hing die Uhr doch noch hier, in der Hand. I was cute as a kid. It's my father's old pocket watch. Good as new. So, wenn wir die mal hier benutzen mit dem Bild. It doesn't work in that. It's a map of the abandoned factory. Haben wir noch was übersehen? Nö. Mehr gibt's hier gar nicht. Okay. So, was haben wir hier? Stempeluhr. 5:05 Uhr. So, dann mal was mit radioaktivem Müll. There's a radiation sign on this silo. Must be radioactive waste. Und unten tropft raus. Toll. So, was haben wir auf der Seite hier noch? Da war ja dieser... okay. Ein Verschlussbolzen. It's a heavy-duty restraining strap and bolt and needs a wrench to loosen it. Ja, zum Glück haben wir gerade eine dabei. Das ist doch mal... So. Okay, was haben wir hier? It's an old discharged battery. Na, nehmen wir die doch mal mit. So. It appears to be the on-off lever for this electric truck. It's now in the off position. Okay. Gut. Was haben wir hier? Elektrischer Truck. Ah, da ist wahrscheinlich da hinten dran noch was. Was haben wir hier für eine Röhre? Gar keine. So, und wie kriegen wir jetzt das Ding hier wieder geladen? Da gibt es doch bestimmt irgendwo so einen tollen Chargetron, irgendwas. Was haben sie hier? Ein Kissenknabe. I see someone shot up the Pillow Man. Pillowtronics. The mechanized pillow factory of the future. Established 1954. Okay. Aber ich glaube fast irgendwie mit der müssen wir doch jetzt irgendwas da machen können. Gehen wir nochmal kurz gucken. Weil ich habe das Gefühl, dass hier noch irgendwas fehlt. Irgendeine Kleinigkeit. So. It's a Dortron 3000, but it's missing its tube. It's a tube socket for Uncle Chuck's secret PF001 Tron tube. Wait, I've seen a picture of one of these somewhere. So, und wo bitte, soll dieses Bild sein? Ah, okay, die müssen nur noch in die Kissenfabrik rein und, finde raus, was mit Dad passiert ist. So, was hat die noch? So, einbrechen und das Geheimnis der KI klauen. Nett. So, was musst du noch machen? Okay, der muss noch gucken, dass er seine, was sein, mit seinem Vater passiert ist. Und was ist mit dir? Ja.
Brich in die Kissenfabrik ein. Und dann ist der auch schon wieder fast fertig. Mhm. Gut. Sie hat ein Bild von ihm gesehen. Aber hier war kein Bild drin, das weiß ich. Quizfrage ist jetzt, wo das Ganze noch sein könnte. Wo wollte ich noch hin? Moment. Ich wollte es gerade... Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Ich wollte nochmal gucken, ob wir hier bei der... Wir hatten doch dieses tolle, diesen tollen Zeitungsartikel von Onkel Chuck. Vielleicht finden wir ja da noch was. Stopp! Da rein. Nenor Edmund, Trunkenheit am Steuer. Mhm. So. Ja. Nee, das war nur die Glückszahl. Keine Fotos. Hm. Was haben wir hier noch? Ja. Randall im Hitchin Post. Hallo, Dolores. Hallo, ja. I'm not sure why I stopped by. That's okay. I know times are tough for you. Okay, then. I think I need to go. Thanks for talking, Natalie. Bye, Dolores. Bye, Natalie. So, was haben Please Sie don't hier? Mess with the police scanner. I'm waiting for a call about a man out by the factory with a weapon. Aha. Please don't mess with the police scanner. I'm waiting for a call about a man out by the factory with a weapon. Vielleicht kann es ja die andere noch helfen. Das wäre noch ein Plan. Aber es fehlen trotzdem immer noch 13 Staubkörner. Hi, Dolores. Oh, let's go over to the counter where we can talk. Welcome to Ricky's Tubular Tubes. How can I help you? Die könnt ihr noch haben, genau. Hm. Do you have a PF-001 tube in stock? Oh, the PF-001 is a top secret tube that only Chuck knew about. But I have never seen one in person. I don't have any in stock, but I think there was only one or two produced. But if I had the design for one, I could probably make it for you. Okay. Oh, das könnte natürlich sein. Warte mal. Is the tube schematic on this t-shirt for a PF-001? Yes, it is. I might be able to build one using that schematic. Okay, here's my t-shirt. Interesting. Chuck's design is brilliant. Yes, I can make this tube. Won't be a jiffy. Cool. Der hat uns seine hochgeheime Röhre vermacht. Wie geil ist denn das bitte? Okay. Here's the PF-001 tube, exactly how Chuck designed it. Thank you. Die sieht irgendwie genauso aus wie die, aber macht ja nichts. So. Dann wird es jetzt Zeit, dass wir in die Fabrik reinkommen. Oh mein Gott, wir machen Fortschritte. Wie geil ist das denn bitte? Haben wir das T-Shirt noch? Nö. Tja, hat uns anscheinend aber doch was Cooles vererbt. Der Onkel Chuck. War wohl doch nicht ganz so ein mieser Kerl. So, okay, dann einmal die PF-001 in den Sockel einsetzen. It fits perfectly. So, können wir hier jetzt was machen? Nö. Nöp, nöp. So, und dann? It's a Dortron 3000, and it seems to be functioning. When those security lights are all green, the door can be unlocked. Okay, gut. Können wir den jetzt benutzen?
It's a Dortron 3000, and it seems to be functioning. Okay, gut. Jetzt müssen wir noch mal kurz ins Handbuch gucken. So. So. Die 6175 noch mal anrufen. Thank you for calling the Pillowtronics Automated Security Information Line. For today, proper start time for station 1 is 1:05. So, dann müssen wir hier eigentlich hin. Und jetzt irgendwie irgendwas machen. Aber hier gibt's nichts zu machen. Oder können wir mit dem komischen Werkzeug da was anstellen? It doesn't seem to fit that. I'm sure it has a very important use near the end of the game. Oder haben wir hier noch irgendwas Tolles, was wir tun können? Nö, da ist auch nichts. It's a Dortron 3000 and it seems to be functioning. So, 1:05 müssen wir jetzt einstellen irgendwie, aber ich weiß nur nicht genau wie. It's a red gel decoder. Können wir mit dem was anfangen? I don't want to do that. So. Ja, wie kann ich die verstellen, bitte? Wo kann ich denn da stempeln? Ja, genau, nirgends. Toll. When those security lights are all green, the door can be unlocked. So, und wo ist meine... Brauchen wir jetzt eine Stempelkarte irgendwo hier, oder was? Ich laufe jetzt mal mit gedrückter Tab-Taste. It's locked, and there's no handle. So. Okay. So, aber wie kommen wir jetzt hier weiter? Ist hier irgendwas? Nee, da funktioniert auch nichts. Aber wie kann ich die Zeiten hier ändern? Haben wir irgendwo einen Ultraschallschraubenzieher oder sowas in der Richtung? Das wäre natürlich cool, aber... So, und da ist nur das komische Ding. Das uns alles nichts bringt. Oh mein Gott. Ja. Wo könnten wir jetzt das Teil aufladen lassen? Vielleicht kann ich der Quickie-Pal Batterien laden. Ups. Welcome to Quickie-Pal. Can I help you find anything? Vielleicht mit der Autobatterie? He doesn't want it. Okay, dann halt nicht. So, und wo kriegen wir jetzt... Haben wir irgendwo ein Auto, wo wir die Batterien austauschen können? Oder irgendwas, wo es ordentlich Saft gibt? Nee. Ich stehe gerade ein klein wenig auf dem Schlauch. Vielleicht gibt es hier an der Bushaltestelle ja noch was. Da waren wir, glaube ich, in der Episode hier jetzt auch noch nicht gewesen. Oh, was haben wir denn da übersehen? Heider Fetze. There's no path beyond this point.
So, was haben wir denn noch? Haben wir auf der Hauptstraße irgendwo was Tolles? Also ich versuche jetzt auch so ein bisschen die ganzen Dingens. Die ganzen Staubkörner vielleicht noch zu finden, die hier unterwegs sein könnten. Aber hier ist auf jeden Fall mal nichts. Haben wir hier schon was eingesackt? Nur Ratten. Toll. Oder muss der Dingens die dann zappen? Das kann natürlich auch immer sein. Nein, ich will zum Hotel. Genau. Das ist kein Staubkorn gewesen. Gut. Ja, irgendwie müssen wir da noch ein bisschen weiterkommen. Ich weiß nur noch nicht genau wie. 12 Stück fehlen noch. Ja. So, hier ist auch nichts. Fahren wir mal auf die 10, gucken mal. So. Können wir die jetzt irgendwo hier absetzen vielleicht? It doesn't work with that. Nö, gar nichts. So, ja. Wir haben jetzt die Röhre, aber irgendwie müssen wir doch dann da hinten das Zeug dann da eingestellt kriegen. Ja, dann gehen wir halt nochmal raus. So. Irgendwie müssen wir mit der doch das Zeug da eingestellt kriegen. Frage ist nur, wie? Und wo kriegt man die Stempelkarten her? It's a key. It says office on it. So, weißt du vielleicht noch was? It's a map of the abandoned factory. Ja, und auf dem Bild hat er wieder hier die Uhr hängen. Nice photo. Hatte ich das denn vorhin schon mitgenommen? Naja. Egal, im Notfall haben wir es jetzt mitgenommen. So. I see another time clock back there, but this truck's in the way. Ich fürchte fast. Wir gucken mal, was es noch an tollen Hinweisen gibt. So. Folge ist eh schon so gut wie rum. Welcome back to the Hintron 3000. How can I help you? Ja, ein Tipp, um in die Fabrik zu kommen. Mal gucken, was er sagt. Ja. Ja, wo die ist, weiß ich. Ich weiß auch ungefähr, wie wir da hinkommen müssen. Wir müssen nur gucken, wie man die jetzt, ja, wie stellt man das Zeug ein? You've already picked up something with instructions in it. Read the security handbook for instructions. Okay. Thank you. Goodbye. So, das heißt, hier müsste es drinnen stehen. So. Bla 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 für uns alle. In einer Sicherheitsbox einchecken. Die korrekte Zeit ein.
Jawohl. So, wie checken wir da ein? Mhm. Also das heißt, irgendjemand müsste eigentlich eine Stempelkarte oder sowas haben. Können wir das Hand... Nein, benutzen können wir es nicht. Funktioniert das? It won't fit there. Weil das hat jetzt auch nichts geholfen. Tja. Der hat sowieso nichts dabei. Und die eigentlich auch nicht. Ich rufe es noch einmal an und dann lassen wir es da gut sein. Also mir ist klar, wir müssen alle 5 Minuten irgendwo einchecken. Welcome und dann back to the Hintron 3000. How can I help you? So, noch einmal ein Tipp bitte. In die Fabrik. Die Zeiten. So. The security clocks need to be set to times that are 5 minutes apart. Start at box 1. Call the number provided in the handbook and then place the watch into the watch-shaped hole. Use the knobs on the watch to make it read the time that was given by the security message. Go to box 2 and do the same, but make it 5 minutes later. Repeat for boxes 3 and 4. Thank you. Goodbye. Okay, dann... Ja, ich hab schon gedacht gehabt, dass da irgendwie was rein muss, aber das ist... die Uhr sein müsste? Hm. So, jetzt gucken wir erstmal nochmal kurz rein. Ja, ich weiß, ich habe wieder überzogen, aber das macht jetzt nichts. So, dann probieren wir es doch mal aus. Einfach nur, weil wir es können. So. So, nutze... Oder warte mal, erstmal gucken wir uns die mal an. It's my father's old pocket watch. Good as new. Ja, jetzt funktioniert das. Okay, 10.10 Uhr. So, jetzt müssen wir hier ein bisschen weiterschrauben. So. Jawohl. 1.05 Uhr. Not leaving that watch behind. So. Und dann müsste die nächste jetzt hier 5 Minuten weiter sein. Das machen wir jetzt noch geschwind. So, nutze Taschenuhr in dem hier. Der muss es auf 1.10 Uhr. So. Die geht immer noch nicht auf. Na gut. So, dann müsst ihr hier hinten auf 1.15 Uhr. Da muss man auch erstmal drauf kommen. It's an old discharged battery. So, und wie kriegt man da wieder Saft drauf? It doesn't work with that. So, dann brauchen wir hier irgendwo noch ein Batterieladegerät. Naja. Hallo Dolores. So. Okay, und hier müssen wir irgendwie die Batterie hinkriegen. Hm. Ja, da lassen wir uns dann in der nächsten Folge was einfallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!